Es war noch nie gut, zu viel zu wissen. Fjellar Jegorowitsch. Herr Minister, bitte. Wie ist die derzeitige Haltung der Bundesregierung zu Wladimir Wolfowitsch Schirinowski? Natürlich haben Deutschland und die Bundesregierung kein Interesse daran, dass Herr Schirinowski von deutschem Boden aus irgendwelche Parolen verbreitet. Diese Banker haben Bedenken wegen der paar Mark, die sie in Russland investiert haben. Dieser Mann ist eine Nervensäge. Er sagt, es bestehen gewisse Bedenken in der Wirtschaft, Schirinowski so vor der Weltöffentlichkeit mit einem Einreiseverbot zu brüskieren. Die sollen in den neuen Bundesländern investieren, diese Herren, und nicht in Russland, oder? Außerdem frage ich, wer ist dieser Schirinowski? Ein unerzogener Prolet. Alle Informationen, die von den Diensten kommen, sind alarmierend, Herr Minister. Warum geben Sie für Schirinowskis Terminpläne 20.000 Mark aus? Lassen Sie das mal meine Sorge sein. Ich bitte Sie, Frau Fach, dieser Mensch ist sprunghaft wie kein anderer Politiker. Was zählen für den Pläne? Und wenn, warum rufen wir nicht die Pressestelle seiner liberaldemokratischen Partei an? Also sind wir beim BND oder bei einer Talkshow? Die NATO wird zurückschlagen. NATO? Was kümmert die NATO ein dreckiges Land wie Polen? Die Deutschen werden der NATO erklären, dass dort aufgeräumt werden muss. Wladimir Wolfowitsch schenkt den Deutschen immerhin die Hälfte von dem Dreck. Die Deutschen. Was konkret planen Sie? Sie wollen ihn töten lassen, nicht wahr? Das hätte der alte Mielke sich nicht getraut. Keiner von der Stasi hätte das gewagt. Keiner weiß, ob Schirinowski dasselbe dämonische Format besitzt. Oder ob er ein Schwätzer ist. Ein Schwätzer bringt nicht 13 Millionen Russen bei der Wahl für die Duma hinter sich. Er war es, der seinen Wählern gesagt hat, stimmt für die Verfassung. Warum wohl? Weil die darin verankerte Machtfülle des russischen Präsidenten für einen Schirinowski den Weg zur Weltherrschaft bedeutet. Da gibt es noch schlimmere Nazis in Russland. Die halten sich gegenseitig klein. Und wie stehen wir da? Wenn Schirinowski die Wahl erst gewonnen hat und diese riesige russische Armee vollends hinter sich weiß, die ihm huldigt wie keinem anderen, dann ist alles zu spät, Herr Minister. Wir können das nicht beeinflussen. Natürlich können wir. Wir müssen sogar. Die NATO wird den Arsch zusammenkneifen. Wir rüsten auf, die rüsten ab. Hier, das alles ist schon vernichtet. Nazis hätte es andere gegeben, die an Hitlers Stelle getreten wären. Oh nein. Hitler war der Dämon. Und es gibt in der freien Welt heute noch andere Männer und Frauen, außer mir, die nicht mehr gewillt sind zu warten, bis ein Schirinowski sich dazu auswächst. Erledigen Sie das. Weißt du, dass sie ihn in Ungarn liquidieren wollen? Ich ahne es und ich will, dass er liquidiert wird. Mord? Seine Leute haben meinen Bruder auf dem Gewissen. Aha. Schirinowski und die Schläger und die, die hinter denen allen stehen, traut sich heute in Russland niemand mehr anzuklagen.
Noch nicht einmal wegen Kriegshetze klagt ihn die Staatsanwaltschaft in Moskau an. Meine Anzeige wegen meines Bruders wurde niedergeschlagen. Wir sind keine Killer. Ich wäre beinahe genauso draufgegangen wie mein Bruder. Die deutsche Wirtschaft macht sich ehrlich gesagt Sorgen, Herr Minister. Wir denken auch an die deutschen Minderheiten in Russland. Diese Menschen könnten im Fall der Fälle zu Geiseln werden. Die sind doch inzwischen alle bei uns. Da gibt es doch nur noch deutsche Schäferhunde. Nein, reden wir vom Geld. Wir haben investiert. Jede deutsche Bank, jede mittlere Klitsche, ganz zu schweigen von den Konzernen, haben Niederlassungen in Moskau oder Petersburg. Die deutsche Wirtschaft muss sich keine Sorgen um ihre Kredite und ihre Investitionen machen. Die westliche Welt steht zusammen. Das sind nur Worte. Das genügt mir nicht. Ich hätte gern einen Termin beim Kanzler. Die alte Firma steht ja immer noch. Warum zündet die dann keiner an? Gentlemen, shit! If they'll get you, it will be the beginning of World War III! Was machen Sie hier? Das ist militärischer Sperrbezirk. Sofort einstellen, Weisung vom Minister. Wo können wir uns ungestört dienstlich unterhalten? Politischer Mord steht nicht auf unserem Programm. Noch nicht einmal in der Grauzone der Geheimdienste. Politischer Mord. Sie waren Zeuge einer Einsatzübung des Personenschutzes. Lassen Sie den Quatsch. Bei einer Personenschutzübung geht es nicht um den Dritten Weltkrieg und davon haben Sie gerade geredet. Ich will wissen, wer sind Ihre Auftraggeber? Auftraggeber, Herr Becker. Sie lesen so viel billige Romane. Probieren Sie es mal wieder mit Klassikern. Ich weiß, was ich weiß. Das sagte meine Ex-Frau auch immer, wenn ihr die Argumente ausgingen. Es gibt einen Mordkomplott gegen Schirinowski. Gegen einen gewählten Politiker eines Staates, zu dem wir sensible Beziehungen haben. Eine Atommacht. Was meinen Sie, was die Weltpresse mit uns macht, wenn das rauskommt? Ausgerechnet mal wieder die Deutschen. Wie glauben Sie, reagieren die Russen auf solche Ungeheuerlichkeiten? Es gibt keinen Mordkomplott. Dienstroutine, sonst nichts. Wir werden sehen. Becker hier. Bitte den Minister. Ja, Herr Minister, ich habe Sie erwischt. Voll bei der Übung. Warten, ich soll warten. Jawohl, Herr Minister. Ich warte nicht. Killing me.
нахуй, в жопу тебя, стерва! Todeslisten und Terrorpläne. Regrettons de ne pouvoir donner suite à votre appel. Le numéro que vous avez demandé n'est plus en service actuellement. Nous regrettons de ne pouvoir donner suite à votre appel. Verbrannt, Richard, hau ab. Was gibt's denn nicht? Wie ich das sehe, könnte ein Albtraum für dich Wirklichkeit werden. Man hat uns verraten. Wer? Deine Leute. Ich habe keine Angst. Wenn ich auspacke, dann rollen hier ein paar Köpfe. Wenn du die Chance dazu hast, dann vielleicht. Aber es liegt nahe, dass es jetzt einige Leute gibt, die dich gern für immer schweigen sehen. Woher weißt du? Von der Firma. Du? Bei Jelzins Leuten? Ja, ja. Gruppe Alpha, das sind alte Kollegen. Alte Kollegen? So plötzlich? Du hast mich belogen, Irina. Die haben dich gebraucht. Die wollten, dass die Deutschen mit in der Verantwortung stehen. Weltpolitisch. Ihr diskutiert zu viel. Denk an Somalia. War es das Geld? Ich bin nicht käuflich, Richard. Und dein Bruder? Ich hatte nie einen Bruder. Nicht sentimental. Ich habe dir nichts bedeutet. Ich will das wissen. Wozu? Meinst du, es wäre die große Liebe geworden zwischen uns? Ich habe noch was für dich. Das habe ich bei Schirinowski gefunden. Die Daten für das Ungarn-Treffen. Vielleicht deine Lebensversicherung. Findet das dann noch statt? Oder kommt deutscher Außenminister zu Besuch? Inoffiziell natürlich. Jedenfalls ein Attentatskomplott gegen einen demokratisch gewählten Politiker auf deutschem Boden. Das geht gegen unsere internationalen Interessen. Waren Regierungsmitglieder involviert? Ja, aber natürlich nur insoweit, als wir nach ersten Gerüchten sorgfältige Prüfungen durchführen. Bevor wir jetzt unserer Pflicht nachkommen und die Öffentlichkeit informieren. Wo befinden sich die Verantwortlichen? Der Ermittlungsrichter beim BGH hat gegen einen Beamten des BND Haftbefehl erlassen. Also auf der Flucht, Schlamperei oder Begünstigung? Aber ich bitte Sie. Der Mann wird bereits europaweit gesucht. Mehr weiß ich auch nicht.